Uli, Tom und alle Zuschauer. Noch fokussieren wir uns auf einige Programmierungen. Diese befinden sich in sehr vielen 3D-Objekten, welche in Szenen des Spiels als Dekorationen auftauchen. Wir verwenden die dritte Dimension als Raum für Storytelling, denn wir glauben, die Spiele nehmen durch eine immersive Umgebung relativ viel von der Geschichte wahr, die in unserem Werk ziemlich komplex ist. Um die Performance zwischen Gameplay, KI und Effekten zu balancieren, tricksen wir mit unseren selbst entwickelten Shadern, um eine große Menge an Assets zu generieren, ohne dass wir zu oft externe Ressourcen benutzen müssen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Goodbye!